Tomaten. Es gibt ja auch, ich meine, also Tomatensuppe an sich. Wobei, also ich finde, es gibt so eine. Jetzt hol ich die alten Kamellen raus. Kamillen, die alten Kamillen. Die alten Kamillen hol ich raus. Alten Kamillentee. Es gibt so eine Pizzeria, die ist in unserem Standardurlaubsgebiet in der Mecklenburgischen Seenplatte. Und da war ich bestimmt mein ganzes Leben, ja, mindestens einmal im Jahr waren wir dort. So. Okay. Mein Vater kennt die Betreiberin schon seit 30 Jahren, das heißt, wir sind da so Stammgäste, bloß dass wir halt nur einmal im Jahr kommen. Tolle Stammgäste. Ja, und es ist. Genau. Und die machen eine unglaublich gute Tomatensuppe. Also da sind keine Stückchen drin, kein Geld. Es ist wirklich quasi wie Tomatensaft. Aber ich weiß nicht, wie sie es machen. Sie schmeckt unglaublich gut. Sie ist aber auch unglaublich heiß. Ich habe mir da bestimmt schon 5-mal die Finger verbrannt oder so. Ich lerne daraus auch einfach nicht. Ja, ja. Weißt du, wenn du da so ankommst, so richtig hungrig, so, ich bestelle den immer als Vorspeise. Ja. Und dann esse ich die und dann so, scheiße, schon wieder. Ist halt so. Also sie schmeckt wirklich richtig gut. Schmeckt wirklich richtig gut. Grüße gehen raus. Ne? Also wirklich sehr lecker. Also falls du mal in Peach in der Nähe von Miro bist. Ja, oh Gott. Boah. Dann fahr zur Pizzeria Heise. Ja. Rufen war auch da. Also ich würde sagen, er musste danach auf jeden Fall nicht brechen. Gut, das ist schon mal positiv. Alter, Musik ist episch. Also ich habe den Abend danach mit ihm nicht mehr erlebt, also ich weiß nicht, was da in der Nacht danach passiert ist. Also irgendwie ist dieser Berg hier, glaube ich, anziehend für Tiere. Jetzt habe ich hier gerade 3 Schweine. Das ist schön. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ein so. Tiermecker. Ja, irgendwie schon. Jedes Tier in ganz Minecraft muss da einmal gewesen sein, bevor es stirbt. Oder auf die Schlachtbank geführt wird. Ach Quatsch. Das heißt, wir sollten auf dem Berg unseren Schlachthof bauen. Stimmt, dann ist es dicht an dicht. Genau. So. Und den Friedhof. Scheiße. Ich weiß gar nicht. Ich wusste das. Was ist eigentlich ein Mecker? Was ist da so besonders dran, dass da. Ja, dieser komische Kometer. Kometer? Also was. Nein, der Komet ist da. Das ist ja dieser Stein. Ja, genau. Das ist dieser Komet. Oder und da kann man ja auch reingehen. Ist da ein Grab? Ist da ein Grab? Da kannst du. Ja, du kannst. Ja, gut, man kann theoretisch reingehen. Nein. Soweit ich weiß, ist da halt dieser Cube. Und innerhalb des Cubes ist halt dieser komische Komet. So ein Stückchen, ein großer, relativ. Was heißt relativ? Vielleicht so. Bauchgroß vielleicht. Menschengroß vielleicht. So ein. Also Meteorit halt. Schön. Warte mal, ich muss überlegen. Ja, genau, das ist ein Meteorit. Also für Meteorit ist das schon riesig. Ja, das, also so groß wie besonders Mensch. Ist es schon. Also, wenn das so groß ist, dann schlägt das ja einen riesigen Krater. Ja. Weil es ist ja so, fuck. Soweit ich weiß, ist das Beispiel, Ding auch eingeschlagen da. Um eine Stadt zum Beispiel auszulöschen, reicht ja ein Meteorit, der ist so groß wie ein Schulbus. Es kommt immer darauf an, wie er aufschlägt. Mhm. Wenn er so ganz lange in die Atmosphäre geht, wird er natürlich abgebremst. Aber wenn er halt fast senkrecht aufschlägt, dann macht's halt ordentlich kabumm und dann ist auch echt heftig. Also ich muss sagen, ich bin in diesem ganzen Mecker-Ding bin ich auch nicht so drin. Ich interessiere mich auch ehrlich gesagt nicht für, aber... Hätte mich auch gewundert. Das bisschen Schulwissen reicht dann nicht aus. Was für ein Schulwissen, ne? Ja. Ach, mein Spitzhacke kaputt ist, deswegen bin ich weggegangen. Geistig umnachtet gerade. Mann, ich bin zu doof. Ich habe einen Hunger, mein Bauch tut die ganze Zeit weh. Ich freue mich schon auf meine Pizza. Was hast du denn bestellt für eine? Pizza Salami mit scharfen Peperonis. Und die sind wirklich scharf. Ich stehe halt richtig krass auf scharfen Shit. Auf scharfen Shit. So scharfen Schein. Also wenn man das immer auf Deutsch... Ich stehe halt auf scharfen Scheiß. Ja. Ja. Es ist ja auch nicht verwerflich. So, jetzt mache ich. Ich mag wirklich gerne Schatz. Ich mache jetzt so ein. Hast du schon mal so einen Rauchzeichenmelder gesehen? So ein. Man kann ja so Rauchzeichen machen. Ja. Und da bin ich übrigens wieder beim Schärfeindex. Ich glaube, dass Deutschland da ganz weit hinten liegt. Oder habe ich das mit dir besprochen schon mal? Nein. Mit euch? Vom allgemeinen Schärfe? Ich hab mich gefragt, ob. Oh, fuck, Creeper! Ah, mein Gott. Fuck! Wo ist der explodiert? Warte, das muss ich noch erzählen, dann warte ich noch 2 Minuten.
Ich habe mich gefragt, ob es irgendein Institut gibt oder so. Es gibt ja Unis, die machen einen Big Mac. Entschuldigung, können wir bitte schlafen. Big Mac, es gibt auch Institute, die machen einen Big Mac-Index oder so. Ja. Um daran halt die Stärke der Währung zu zeigen, wie teuer ist ein Big Mac, geht es in jedem Land, gibt es wirklich. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob es ein Institut gibt, was einen Schärfeindex macht und was zeigt, wie viel Joule, oder ich weiß gar nicht, was, ich glaube, Joule wird ja in der Wissenschaft alles mehr fast. Ja, ja. Irgendwas ist auf. Es gibt ja Schärfe, kann man ja messen in einer Skala, in einer Anzeige. Ja. So. Einfach Sprayer, glaube ich, irgendwie so 3 Millionen oder so. Creeper in meinem Haus. Bei mir ist gerade einer explodiert. Naja, und auf jeden Fall habe ich mich gefragt. Nein! Oh, ein Glück. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, ob es einen Index gibt. Weißt du, wie teuer durchschnittlich die Lebensmittel sind? Also wie scharf durchschnittlich die Lebensmittel sind? Also so, wie scharf sie im Restaurant sind, wie scharf sie in den Supermärkten sind? Ja. Und ich habe gefragt, ich habe gedacht, Deutschland, also Deutsche sind ja halt dafür bekannt, so, wie auch so Geschirr, immer dünn und ohne scharf. Ich glaube, ja. Deutsche sind so Leute, die ganz wenig Schärfe abkönnen. Also, ja, ich glaube, da liegst du relativ richtig. Und da habe ich mich gefragt, ob es so einen Index gibt, so, wo das so angezeigt, wie viel durchschnittlich in jedem Lebensmittel drin ist. Hast du mal gegoogelt? Nee, ne? Nö, habe ich nicht. Aber ich habe mich einfach nur gefragt. Und wenn es das nicht gibt, werde ich mein ganzes Leben dieser Forschung widmen. Jedes Land bereisen, um diesen Index aufzustellen. Genau. Also, wir fangen natürlich bei den scharfen Ländern an. So was wie Thailand oder Südostasien auf jeden Fall. Indien. So, ich muss jetzt leider weg, aber ich muss hier noch alles aufsammeln, was hier rumliegt. Ja, mach das doch. Aber also, ich werde auf jeden Fall noch, ich glaube, ich werde noch ein bisschen spielen. So, mal gucken. Also wenn ich das jetzt hole, dann esse ich das. Ich schätze mal, dass ich in 20 Minuten... Ja, du musst jetzt nicht unbedingt hetzen. Mach wie du. Schieb mir die Pizza jetzt. Ich weiß nicht, ich roll die zusammen. Na gut, dann hoffentlich hören wir uns nochmal später. Ja, ja, genau, vielleicht. Bis gleich, ne? Bis dann, bis gleich. Jo, tschüssi. Tschüss. Ciao. So, da sind wir wieder alleine. Ja, ich spiele jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Wir haben jetzt ja gerade sehr schön gequatscht. Oh, das sind Pferde. Ah, nee, warte mal. Ist das so ein Angreifer? Macht er was? Okay. Das ist, glaube ich, so ein Feind. Ich weiß nicht, ob man den angreifen sollte. Ich meine, solange der noch nichts macht. Aber der läuft ja schon so mit gespitzter Waffe hier rum. So, wir bauen jetzt ein Lagerfeuer rauf. Ein Lagerfeuer rauf. Das hat mehrere Gründe. Einmal, weil man es weit sehen kann. Also, ist halt hell. Und andererseits, wenn ich da jetzt Heu drunter baue, dann sendet das so sehr energische... Komm ich irgendwie rein? Nein! Oh Gott. Dann sendet das sehr energische Rauchzeichen. Also, nicht wirklich Zeichen. Es raucht einfach, es qualmt richtig doll. Und auch richtig hoch, werdet ihr gleich sehen. Und ich stelle mir nach wie vor hier so ein bisschen vor, dass ich das so alles ein bisschen verbinde mit Türmchen und Brücken. So wie jetzt, nur ein bisschen krasser. Und wenn dann überall das so ein bisschen qualmt, glaube ich, dass das ganz cool ist. Es gibt halt auch diese Minecraft-Beacons, aber gut, wer hat denn schon mal ein Beacon? Das ist dann auch nicht mehr mittelalterlich, aber so ein Rauchzeichen-Ding hier, das ist, glaube ich, cool. So, bumm. Und jetzt, wenn man mal guck mal, jetzt qualmt das richtig ab da oben. Und genau, guck mal, das bleibt nämlich jetzt auch stehen und verdampft nicht sofort. Und das theoretisch, wenn ich da jetzt im Block rübersetze, das könnte ich vielleicht auch mal zeigen, dann wird das auch sogar kurz gestoppt. Das habe ich bei Gronkh gesehen. Ob ich das jetzt hinkriege. Guck mal. Und zwar, seht ihr, wie das da, wie der Rauch sich aufhält. Das ist ziemlich cool. Und wenn ich das abbaue, dann kommt das dann wieder hoch. Und so kann man dann wahrscheinlich so eine Art Rauchzeichen, wenn man das denn möchte, senden, vielleicht mit der Klappe oder so. Aber man sieht, dass das doch... dass die relativ hoch gehen. Und ich glaube, dass das ganz putzig ist. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das vielleicht hier reinbaue. So in die Mitte. Und nicht so weit oben. Dann ist das sogar besser, ne? Dann kann man da so ein bisschen drumrum gehen. Dann hätte ich... Habe ich noch Holz? Nee. Hätte man hier diesen Heublock, dann da drauf das Lagerfeuer, dann kann man das auch sehen. Oder ich mach's noch einen Block höher. Warte mal, ich hol mal ein bisschen Holz, ein bisschen Granit. Und da muss ich leider auch nochmal ein neues Lagerfeuer machen, denn wenn ich das abbaue, ist es leider kaputt.
Es sei denn, ich habe Behutsamkeit oder so. So, was brauchte ich dafür? Ich brauchte dafür Kohle, Sticks und Holz. Das habe ich alles dabei. So, bumm und bumm. So, Holz wollte ich holen. Also unser normales Standardholz. Ich muss dringend mir irgendwas überlegen mit Lagersystem hier. Ich weiß aber noch nicht, wie. Ich weiß... Guck mal, es sieht schön aus, finde ich. Ich weiß noch nicht, wie. Ich habe jetzt hier ein bisschen Terraforming gemacht. Ich würde hier halt so ein paar kleinere Felder, aber nicht so groß machen. Nicht so große Felder mit den verschiedenen Dingern. Vielleicht auch dann nach Bedarf. Ich muss jetzt hier auch nicht alles haben auf Abruf. Und vielleicht auch so kleine Tiergatter, die sich dann hier halt so ein bisschen ergeben. Und ich will halt irgendwie eigentlich nicht so einen langweiligen Keller machen. Weiß ich nicht. Ich würde das, was man baut, irgendwie an die Oberfläche bringen, damit man auch was sieht von außen. Und nicht, dass alles irgendwie unterirdisch ist. Das fände ich ganz schön. Ich baue den... Ich werfe den Typen mal ab jetzt. Ist er noch da? Ja, warte. Treffe ich den? Boah, Alter, das war gar nicht schlecht. Aber ich glaube, das macht keinen Schaden. Aber cool, dass da Pferde sind. Ich glaube, die waren da vorher... Ich glaube, die waren da vorher nicht. Was? So. Das ist, glaube ich, aus dem Song. Jetzt habe ich das Granit vergessen. Alter. Ach, Jonas wieder da. So. Wenn es nervig wird, mache ich es aus. Hier haben wir noch Granit. Kann man... Ich würde halt gerne so einen Granitblock machen und dann darauf das Lagerfeuer. Sieht halt vielleicht komisch aus, wenn dann da... Ich nehme einfach mal das Granit mit. Den Granit mit. Oh, das sieht schön aus. So kann man auch tatsächlich wahrscheinlich dann relativ gut so Schornstein und sowas bauen, wenn man das dann möchte. Ich glaube, das qualmt sogar durch. Wenn ich das nur so einen Slap drauf mache, dann... Ach, dann qualmt das hier ja auch. Stimmt, wie ist denn das hier? Wir bauen das Ding mal wieder ab. So, dann bauen wir das Ding auch mal ab hier, dass wir hier mal ein ordentliches Holz haben. Dann machen wir es jetzt so hier. Das müsste eigentlich... Müsste das gehen, oder? Nee. So. 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 So, und dann kommt mir jetzt hier rauf. Granit. Vielleicht wären sogar diese Steinstufen schlauer. Ja, irgendwie schon. Das Granit ist ja am Dach. Ist egal. Wir können das ja immer noch ändern. So. Ach nee, wenn ich jetzt hier das Lagerfeuer rauf mache, dann ist das ja eigentlich... Ist das zu hoch? So. Jetzt geht er jetzt durch. Aber dann ist das... Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Aber das sieht so, wird so oder so komisch aussehen. Ich würde hier immer ganz kurz nochmal diese Slabs holen. Ich bin übrigens mit dem Texture Pack bin ich sehr zufrieden, muss ich ja mal sagen. So Artex fahren wir es doch ganz schnuckelig irgendwie. Das ist auch, wie man sieht, das ist alles texturiert. Das Texture Pack gibt es auch schon ewig. Und ich glaube, es ist auch das erste, wo wirklich alles texturiert ist. Also auch die 1.14er Sachen sind wirklich alle... Sind alle da. Das lassen wir mal hier. Was ist das für ein Lied? The Traveler's Path. Okay. So, und tatsächlich sind diese glatten Steinstufen, sie sind auch richtig... Oft haben die keine Textur. Guck mal, jetzt haben wir da sogar so ein Doppelfeuer. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Also mir gefällt das, wenn das Feuer drin ist, gefällt mir das noch besser, weil es sieht irgendwie schicker aus. Mach's mal so hier. Ja, das geht, glaube ich. Der Crafting Table ist ja sowieso hier nur provisorisch gewesen. Da kann man hier ein bisschen rumgehen, ein bisschen gucken. Weiß ja nicht, ob ich vielleicht hier das auch zumache. Oder den Zaun durchziehe. Oder das Gitter vielleicht nach unten durchziehe. Hier hört das Gitter ja auf. Hm. Dann werde ich jetzt einmal das Ding oben einmal wieder abbauen. Hat uns kurz Dienst geleistet. Danke dafür. So, dann machen wir hier... Jetzt habe ich den Slab weggelegt. Ah! Den Granit-Slab habe ich gerade weggeschmissen. Der war doch vom Dach. Vielleicht können wir ja schon mal heute anvisieren, wo wir den nächsten Turm hinbauen. Der muss ja auch gar nicht unbedingt auf der gleichen Ebene sein. Die Türme können ja auch gerne... dann die Brücken können das dann ja ausgleichen.
Wie gesagt, so Hängebrücken-Style. Vielleicht da vorne. Ich fände es halt cool, wenn man, wenn, das habe ich ja schon gesagt, als wir mit Pilp gespielt haben. Vielleicht kriegt man... Oh, fuck. Das ist jetzt dumm. Warte mal. Komme ich hier irgendwie raus? Schlau? Ja, okay. Gut. Da sieht man auch, guck mal, das qualmt tatsächlich durch. Die Frage ist, ob das jetzt verbrennt. Oh, Mann. Nee, da ist es. Gut. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Mein Gott, Walder. So. Alter Walder. So. Nicht reinfallen. So. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich mit dem Dach so zufrieden bin, ehrlich gesagt. Weil ich hätte das eigentlich ganz gerne, dass das Dach noch so ein bisschen Überhang hat. Ja, das ist schön so. Das qualmt oben durch, ne? Perfekt. Super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja, wie gesagt, sieht ein bisschen komisch aus, aber komm, lassen wir mal mit dem Heu. Ich guck mal, wenn man das Dach noch ein bisschen überhangsmäßig, ne? Also jetzt mal ein bisschen der Hang zum Überhang. Dass man nochmal sowas drum zieht. Oder vielleicht... Nee, dann hängt das, dann kann man ja nicht mehr ordentlich gucken. Obwohl doch, also man könnte dann noch... Warte mal, wenn ich jetzt im Prinzip hier so einen Ring nochmal rumziehe, dann kommt das Ganze nochmal ein bisschen in die Breite. Nee, das wird, glaube ich, zu fett. Also es mit dem Granit an sich gefällt mir gut. Ich werde gleich nochmal, nachdem ich schlafe, mal nochmal auf meinen berühmten Aussichtsbaum gehen und von dort nochmal gucken. So. Mit dem Blick in den Sonnenuntergang. So, neuer Tag, neues Glück. So, und das qualmt vor sich hin. Ich hätte mir nochmal angucken sollen, wenn es dunkel war, eben. So, bopp. Ja, ich finde irgendwie, das Dach ist irgendwie, das ist ein bisschen schmächtig. Also, das, ich finde, das sollte schon breiter sein als der Turm selbst. Wenn ich das Dach also weiter außen ansetze... Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das heißt, wir brauchen neue Treppen. Komm, das machen wir mal noch. Wir haben noch Zeit. Es ist jetzt erst 20.26 Uhr. Ich bin gerade noch gut drauf. Schöne Mucke. Aktuell sind wir alleine. Da kann ich auch ein bisschen mehr quatschen. Auch gar nicht schlecht. Ich glaube, ich werde öfter mal alleine spielen. Also, nicht, dass ich jetzt nicht spiele, wenn die anderen dabei sind. Aber, dass ich sonst habe ich ja eigentlich immer bei diesen Multiplayer-Projekten spiele ich dann ja eigentlich gar nicht alleine. Aber ich merke, dass es mal so, um auch mal ein bisschen zu reden, also manchmal muss ich dann ja doch ein paar Sachen hier loswerden oder irgendwie erklären, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, dann so das in den Redeflow einzubringen. Ah ne, Quatsch, wir machen das hier rüber. Wie brauchen wir? Was ist denn das hier überhaupt? Polierte? Ach, scheiße. Ich hoffe mal, wir haben die polierten, ne? Ich hoffe mal. So, wir nehmen mal noch... Machen wir mal noch 8. Ne, sind wir mal hier so. 18 dürfte ausreichen. Der Turm wird also an sich jetzt breit... das Dach wird breiter und höher. Werdet sehen, was ich meine. Ich bin mit der Brücke übrigens auch sehr zufrieden. Es war ein bisschen hakelig, hier lang zu gehen, aber... Es ist ja auch nur so eine kleine, mickrige Hängebrücke. So, das heißt, wir reißen das jetzt einmal ab. Hoffen wir mal, dass möglichst wenig daneben geht. So. Das mit dem Gitter war ja auch eigentlich nur provisorisch. Ich wollte erstmal nur gucken, wie das aussieht mit Gitter. Und ich finde das eigentlich ganz okay, weil Gitter hat halt oft diesen Gefängnis-Style. Aber ich finde, das geht eigentlich. So. Jetzt habe ich natürlich fast keine Orientierung mehr. Das heißt, es wird jetzt alles ein breiter. Das ist im Prinzip jetzt das Ding der Orientierung. Da muss ich unseren Weg auch einmal justieren. Toll. So. So, das Ding kommt ab. Das auch und das auch. Ich hätte natürlich am liebsten, am allerliebsten, hätte ich, glaube ich, ein Dach aus Ziegel gemacht, weil das natürlich immer besonders schick aussieht. Aber das können wir uns leider jetzt hier in diesem Zustand gerade noch nicht leisten. Also wenn ich es drauf anlegen würde, würde es vielleicht auch gehen, aber... Nee, komm. So, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich nicht verzappel. Ich hatte das, glaube ich, hier raufgesetzt. Und jetzt im Prinzip ein weiter vorne... Genau. Und dann geht's halt hier hoch.
Machen wir erstmal 3 breit. Ich glaube, da werden unsere Treppen nicht ausreichen. So. Quatsch.